Grüß euch, ich bin der Johannes Kahrer, Geschäftsführer der LIDA-Region Sauwald-Brandau und ich zeige euch heute unsere Region und erzähle euch ein bisschen was über LIDA. Regionsarbeit spielt sich draußen ab. Kommt mit, ich zeige euch jetzt ein paar Projekte. LIDA-Projekte sind mit Eigenverantwortung verbunden. Das heißt, wir haben Bottom-up-Projekte in der Region. Die Leute kommen mit ihren Ideen zu uns und wir unterstützen das dann mit LIDA-Mitteln. Und jetzt sind wir auf dem Weg nach Fichtenstein zum Hofladen, einem interessanten LIDA-Projekt. Grüß euch! Bei uns im Fichtensteiner Laden gibt es Produkte aus der Region. Nebenbei machen unsere Leute integrative Beschäftigung. Dabei lernen sie Abläufe und Tätigkeiten vom Einzelhandel. Bei uns kaufen die Leute gerne. Wir kriegen auch immer wieder sehr viel positive Rückmeldung und das ist natürlich gut für den Selbstwert. Ich bin froh, dass wir das Projekt so zustande gebracht haben mit Unterstützung von der Region LIDA und freue mich immer wieder auf einen Einkauf, wo ich mit Herzlichkeit empfangen werde durch das Personal, das was mit einem großen Engagement da immer wieder tätig ist. Ja, jetzt habt ihr gesehen, dass LIDA ein wichtiges Instrument ist zur Stärkung des ländlichen Raums. Mit diesen Projekten sieht man, dass ein Miteinander und eine Zusammenarbeit in der Region sehr wichtig ist. So, und jetzt schauen wir noch weiter zum nächsten Projekt, das einen kulturell-historischen Hintergrund hat. So, das ist also jetzt unser Getreidestampf. Mit dem hat man früher Getreide zermahlen, zerstampft, damit man für die Nahrung was gehabt hat. Gott sei Dank kann man diese Kulturtechnik erhalten und möglich ist es deswegen geworden, weil uns LIDA da als Partner gut unterstützt. So, jetzt habt ihr einiges gesehen aus der Region. Wenn ihr von da seid, kommt zu mir und zur Idee habt, vielleicht machen wir ein Projekt draus, wenn ihr von außerhalb seid. Dann besucht uns einmal, es zahlt sich aus, es gibt viel zu sehen.